Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia, dem wahrscheinlich letzten Part sogar noch dazu. Ja, in der letzten Folge habe ich ja die Standorte gezeigt, wo man die letzten mysteriösen Juwelen findet. Und jetzt würde ich sagen, tun wir die mal in dieses Ding da reinstecken und gucken, was passiert. So viel ich weiß, kommt da noch ein weiterer Bosskampf. Aber ich nehme jetzt mal einfach an, dass der nicht so stark ist wie zum Beispiel der Goldmagier-Ritter, weil die ganzen Juwelen, die konnte man ja, wenn ich mich nicht irre, schon sammeln, bevor man in Magnus Zero drin war. Dementsprechend nehme ich jetzt mal an, der Gegner ist jetzt nicht so stark wie der Goldmagier-Ritter. Und deswegen habe ich das Spiel mal auf den höchsten Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt. Unbekannt, ich wusste gar nicht, wie ich den freigeschaltet habe. Ich glaube, nachdem ich durchgespielt habe, oder? Weil vorher war der nicht da. Upsala, nein. Und was noch? Ach ja, ich habe mir wieder ein Gericht reingeballert. Und zwar hier dieses 25% auf alles Gericht. Dann würde ich mal sagen, warte mal, Items. Wenn, dann muss ich schon richtig hier prepared sein. Ja, okay. Verballern wir einfach alles, wir brauchen ja nichts anderes mehr. Wir sind alle auf Level 99, da würden wir schon schaffen. Wenn der Kampf immer noch so schwer wird, dann drehe ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runter. Oh, ihr habt uns mehr Juwelen gebracht. Blablabla. Hier, bitteschön. Und der letzte. Zack. Jetzt haben wir alle 23. Geil. Und nun? Endlich. Der Tanz. Oh Gott, das baut schon wieder. Der Ring wurde repariert und strahlt wieder in seiner früheren Pracht. Er ist so wunderschön. Er ist sehr eindrucksvoll. Also, was ist denn jetzt mit diesem uralten Geheimnis? Ja. Ein in sich geschlossener Kreis, der unglaubliche Macht zurückhält. Da kommt etwas heraus. Trete zurück. Ich bin Doktor. So, was kommt jetzt? Was bist du? Ein Popo-Diener und ein Azur-Diener. What the hell is this? That's no beast, and it's not a spirit either. It's scary. No matter what it is, we cannot allow it to leave these premises. Oh Gott. We can do this. Stand your ground, everyone. Ja, wir haben doch bis jetzt alles kaputt gemacht, dann haben wir das auch kaputt. Mein Gott. Wir haben mich gar nichts abgezogen. Dadurch schon wieder ein bisschen mehr, seit ich gespielt habe. Seit dem letzten Part habe ich mir irgendwie noch, keine Ahnung, eine Woche oder so Zeit gelassen. Weiß auch nicht wieso, so mir doch, naja. Oh, nein, 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 komm her. Warum bindest du ihn jetzt? Was soll das? Ja, schon wieder. Warte mal, Details. Boss. Infos umschalten. Roter Lavendel. Irgendwie ziehen wir voll wenig ab. Hätte ich den Schwierigkeitsgrad doch nicht auf volle Pulle stellen sollen. Ach, da bin ich doch ausgewichen, was soll das denn? Oh Gott, okay. Irgendwie zieht man voll wenig ab. Ja, sehr viel stärker können wir doch gar nicht mehr werden. Hallo? Na komm her, komm her. Ich kann alles, ich bin auf Level 99. Du dürfst doch gar keine Chance mehr gegen uns haben. MS. Oh. 40.000 haben wir abgezogen, ne? Wenn ich mich da in den Nullen nicht verguckt habe. Hey, ich war auch in dem Kreis drin. Beleg mich auch wieder. Vielleicht sollte ich ja lieber Mina spielen und dann. Verdammt. Verdammt. Mach doch, danke. Vielleicht hätte ich ja lieber Mina steuern sollen und mit Jude den Zweitcharakter nehmen sollen. Dann werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit wiederbelebt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Was mit meiner Stimme los? Komm her! Ey, nicht teleportieren. Wahrscheinlich kommen danach noch mehr Viecher raus, ne? Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Zack, zack, zack. Wow, das geht sehr langsam runter. Warum kommen hier auf einmal zwei Gegner? Ernsthaft?
Okay, irgendwie. Okay, doch. Wollte schon sagen. Jetzt bist du dran. Oh Gott. Die Kombination. Und das war falsch. So, komm her. Verdammt, ich wollte doch eine Mystikart einsetzen. Beziehungsweise die verbundene Mystikart habe ich überhaupt schon mal gezeigt. Ich hoffe ja schon, weil sonst wäre ein bisschen blöd. Mein Gott. Die halten viel zu viel aus. Hey, auf meinen Spam zu unterbrechen. Mal ein Powertreffer? Nein. Wahrscheinlich werden die noch volle Pulle stärker auch am Ende. Deswegen ein bisschen wir haben doch jetzt noch ganz viele Omega Elixiere damit. So, komm her. Oder hinten der Ring im Hintergrund. Menacing. Bedrohlich, ich meine. Warum ist mir das deutsche Wort jetzt nicht eingefallen? Oh Gott. Lebt mal jemand. Danke. Oh Gott. So, ja, wenigstens wird das hier noch ein spannender Kampf. Im letzten Part. Ja, so lang muss der auch nicht sein eigentlich. So, du gehst mal raus und lässt mal Throne ein paar Zauber auf die werfen. Ich glaube, das wird ein bisschen besser. Jetzt hat schon wieder passiert. Elisa, hau ab. Elise meine ich. Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass ich ihren Namen falsch ausspreche. Aber tut mir leid. Wenn ich sie sehe, denke ich mal, Elisa klingt süßer. Putziger. Das wollte ich sagen. Ja, komm schon. Ich mache die ganze Zeit seitwärts Schritte, was zum Teufel. Gut, ist der eine ist auch schon richtig angeschlagen. Wer, die können Heilzauber. Boah, ich krieg die Krise, wenn die Heilzauber können. Nirum, Schulken. Was? Hier geblieben. Die Hälfte haben wir schon mal ungefähr. Nö. Warte mal. Der andere hatte weniger, okay. Ich habe irgendwie auf den gewechselt oder wie? Ich weich doch aus, Mann. Au! So, auch mehr. Okay. Aber meine Stimme hört man auch wieder im Kampf. Damit habe ich nämlich immer Probleme. Aua. Oh gut. So. Ah, verdammter Dreck. Tornado Blade, glaube ich. Da komm her. Zack. Und mein Gott, sieht das viel ab. So, auch mal gesehen. Falls ich das noch nicht gezeigt habe. Wenn danach noch welche kommen, ne? Dann muss ich ja zwei Paar so klein. Das ist nicht so gut. Geh weg von Rome, Mann! Geh weg von Rome! Danke. Hab ich auch noch nicht gesehen. Konnten wir immer schon so Luftkombos machen? Aber ich bin ja schon wach. Brauchst du nicht schlagen, Lila. Aber. Aber. Nix da. Okay, wollte schon sagen. Warum machst du nicht Final Gale? Ich glaube, ich bin der einzige Let's Player, der irgendwie so halbstündige Kämpfe oder so hochlädt, ne? Ich glaube, niemand hat so viel Probleme mit den Kämpfen wie ich. Finde ich wirklich so kacke. Soll das doch da einsetzen, bringt's voll. Übrigens Gold bis heute nicht, warum er hier ist der Angriff. Ja, dieser Eingriff hier, wo er hier so Wind auflegt, warum er den hin und wieder mal abbricht. Ich verstehe nicht. Ich hätte mal solche Sachen nachgucken sollen. Ich dachte, ich irgendwas nachgeguckt hätte oder so. Sonst wisst ihr ja, was auch. Was ich mich hier fast hätte machen können. Ja, du bist schon gleich tot, ne? Boah, kannst du mich mal aufhören, hier die ganze Zeit zu stunnen? Ey, wie? Hat das jetzt 14.000 abgezogen? Habe ich das jetzt richtig gelesen? So viel AP kann ich doch gar nicht haben. So, ein bisschen spammen. Bisschen spammen. Bisschen kiffen. Egal.
Zack, Pirouette. Warum bin ich nicht verbunden mit irgendjemandem? Boah, ich bin schon wieder gestunt. Irgendwie bin ich immer eine halbe Stunde gestunt. Immer noch. Ich liege am Boden. Aua, danke. Danke, dass du ich. Hast du. Was ist denn hier eigentlich los? Aua. Aua. Boah, ey. Wer hat hier was eingesetzt? Was soll das? Elise. Elise. Warum dauert das so lange, bis wir Items einsetzen können? Was ist denn hier los? So, einmal aufrischen alle. Zack. Ich glaube, der Blaue liegt jetzt voll los, ne? Ron, was zum Teufel? Du sollst nicht pennen. Ist noch nicht Schlafenszeit für dich, alter Mann. Aha. Meine Verbindung mit dem abgebrochen. Was soll das? So, komm her. So, Spam, Spam. Aua. Boah, haut der ab. Jawohl, Tornado. So, Steel, Steel. Ach, gegen Feuer bist du anfällig. Warum sehe ich das jetzt erst? Dann spam doch mal hier Feuerball, Mila. Aua, aua. Ich muss mich gerade am Kopf kratzen, was soll das denn? Und der andere hat noch 20.000. 200.000. 205.000, mein Gott, ich kann nicht lesen. So. Und zack. So, andere weiß ich jetzt nicht mehr. Deswegen machen wir das. Voll billige Ausrede hier. Müsste es eigentlich schon gleich tot sein. Außer der eine kann heilen, dann raste ich aus. Oh, die Hälfte hast du noch. Von dem, was wir jetzt gerade abgezogen haben. War schon wieder 12 Minuten. Er dauert wieder 20 Minuten oder so, ne? Ja, ist besser, als wenn ich hier den Kampf durchhocken würde im letzten Part, ne? Au! Ich habe auch eigentlich geplant, den. Oh nein, im finalen Kampf nochmal zu machen. Aua! Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr nötig. Wenn dieser Kampf ja schon so spannend ist. Wo er wäre eigentlich auch noch was. Nee, das wird der letzte Part. So, jetzt noch Demon Fist. Wer danach kommt einer. Da kommt jetzt bestimmt noch einer, ne? Nee, okay. Was für eine Symbolik haben die Viecher überhaupt? Wer sind die überhaupt? Wo kommen die auf einmal her? Oh nein, verdammt. Boah. Wahrscheinlich kommen danach aber noch welche. Ich traue dem Braten nicht. Ich bin da ein bisschen paranoid. Hallo? Ach, ich bin mit niemandem verbunden. Ja, super. Ah. Was ist denn hier los? Nein, ich brauche Dingens, Drohnen. Wegen Wasser. Ist anfällig gegen Wasser, ne? Ja. So, jetzt müssen wir dich ja wohl reinkriegen, ne? Hey, cool. Zack. Ich bin einen Schritt voraus. So wie Rowan sagen würde. Immer einen Schritt voraus. Jawohl. Ja, wollte schon sagen, die kannst du auch mal spammen. Warte mal. Nur einfach R2. Jawohl. Ja, nichts zu dienen. Power-Treffer, Power-Treffer. Treffer, 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 Treffer. Und danach kommt noch mal irgendwie einer, ne? Ich kenne das doch, ihr kennt das doch, ne? Geh weg! Oh Gott! Und Final Gale. So, aber den kriegen wir jetzt noch locker, ne? Aber danke, dass du mich so zart mit deiner Klinge aufwächst immer. Das würde ich nur nicht tun, Mila. Jeder Brecher. Tonung liegt auf Brechen. Nein, warum machst du hier vorne? Geh nach hinten und zauber. Du sollst von hinten zaubern, nicht von hier. Hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Zack.
Okay, das wird es vielleicht nicht so bringen, aber egal. Oh, falscher Knopf, verdammt. Nee, falscher Verbündete. Just for the Lords, dann. Zack, so, und du bist auch gleich weg, gut. Wir schaffen mal so in 20 Minuten. Also nicht in noch 20 Minuten, aber in 20 Minuten. Nehmen wir schon, was ich meine. Ne, was ich meine. Gut. Ah, komm her. Aber die ganze Zeit gestunt. Ich nehme mir so auf den Nerven. Nein, ich schon wieder, nicht schon mehr. Abwehr. Verdammt. So. Hey, hat er sich daraus teleportiert? Ich glaube, ich spinne. Jawohl, geh in der Luft, geh in die Luft. Und hey, ich bin schon wieder gestunt. Er geht mir so auf die Nüsse. So. Und zack. Und Zerstörungsbeißer. Ja, ich bin aus dem Ring, verdammt. Habe ich wieder aussehen würde, wenn man den Kolosseum machen würde. So, die paar AP kriege ich auch noch. Oh nein, die Kohlen, die tun weh. Ja, das, okay, gut. Gut ausgewichen, Jude. Ich weiß, die tun weh. Natürlich überhaupt nach hinten, ich brauche nur 4 drücken. Natürlich automatisch ausweichen, ne? Ja, das können wir. Oh. So, Leia, du warst noch gar nicht drin, fällt mir gerade auf. Knüppel auch mal drauf. Und zack. Ah. Wo bist du? So, 20.000 noch. Warum sind wir immer so lange gestunt? Was bist du? Oh, ich würde mal gerne wissen, was das für Viecher überhaupt sind. So, komm her. Das bist du, nee, sind wir noch nicht. Ich glaube nicht, wenn der einfach aus der Animation hier rausrennen. Und zack. Mit einer Demonfist. So, ungefähr 20, 30 Jahre. Artbuch, Todesschlag und fähiger Vorgesetzter. Okay. Ja, keine Erfahrung und so weiter. Brauche ich nicht. Super bewertet. Und meine PS3 geht auf einmal voll ab. Habe ich den Teil verpasst, in dem wir uns von den Monstern gewarnt hat? Es tut mir so leid. Wir hatten ja keine Ahnung, dass der Ring Monster gefangen hielt. Vielleicht sollten wir ihn zerstören. Vielleicht sollten wir ihn ins Feuer werfen, genau. Nicht nötig. Seine gesamte Geistermacht ist fort. Außerdem wäre es eine Schande, etwas so Schönes zu zerstören. Genau, und wenn diese Monster wieder auftauchen, werden wir ihn gehörig einheizen. Das ist beschlossene Sache. Layard kümmert sich um die Monsterbekämpfung. Nein, das machen wir alle zusammen. Was auch immer. Gut, wir sollten aufbrechen. Wollen wir jetzt wirklich immer wieder gegen die kämpfen? Wenn, das waren die beiden. Ich hätte nie gedacht, dass sie unsere Knechte besiegen könnten. Wir standen so kurz davor, Maxwells Siegel zu durchbrechen. Aber es hat Spaß gemacht, diese Menschen um uns zu haben. Das stimmt, aus Respekt vor ihnen sollten wir unsere Bemühungen zurückhalten. Erst einmal. Ha, gib doch zu, dass du es genießt, dass unsere Seele zweigeteilt und in den Körpern eingeschlossen wurde. Tja, ich habe es jedenfalls nicht freiwillig, nicht eilig freizukommen. Immerhin haben wir beide alle Zeit der Welt. Ja, der Tod holt uns in seiner Zeit alles ein. Leben, Welten, sogar Siegel. Das Einzige, was den Tod verbindet, ist der Herr der Unterwelt. Ist der Herr der Unterwelt. Okay. Okay. Sorry to be such a burden back there. I'll try to be more careful. Okay. Was auch immer es mit denen auf sich hat. Vielleicht haben die irgendwann mit dem zweiten Teil auf sich. Boah, 100 Stunden. Oh Gott. So, Artbuch, Todesschlag. Ein Buch, mit dem Jude Zugang zum Kriegsart Stumpfzahn erhält. Stumpfzahn.
Ein von Dunkelheit durchdrungener Stoß, der sofort zu töten vermag, am effektivsten gegen gefallene Feinde. Gucken wir mal. Da möchte ich jetzt noch sehen, bevor wir das Projekt abschließen. Und ja, das habe ich gesagt, wir schließen das Projekt ab. Das war der letzte Part. Nichts anderes kommt mir. Vielleicht ist ja noch irgendwas übrig oder so, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls verpasst. Jetzt, sag ich mal. So, Stumpfzahn, zeig mal. What the? Was ist das denn? Ich kann doch nicht mal die hier kaputt hauen. What the? Wo ist das? So. Volle Overkill. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Au! Ein Viertel. Na gut. Voll ruiniert den letzten Part mit diesem Kampf. Egal. Ja, dann gehe ich mal hier hin. Ne, geh mal wieder hier zum Tempel. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gebe jetzt noch mal ein ganz kleines Fazit, obwohl ich das eigentlich schon gegeben habe. Und ja, mach mal Titel. Wir haben jetzt Vertreiber der Dunkelheit oder so bekommen, ne? Wo ist das denn? Vernichter des Bösen. Du hast die dunkle Präsenz besiegt, die zuvor weggeschlossen war. Okay, was auch immer. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann offiziell mit diesem Projekt. Tales of Xillia hat zwar jetzt ein bisschen lange gedauert, ungefähr, weiß nicht, 6-8 Monate oder so. Ja, seit dem Release eigentlich. Das ist ja schon. Ja. Oh Gott. Ja, der zweite Teil wurde schon angekündigt, der wird auch direkt Let's Played, wenn ich den im Besitz habe. Also macht euch schon mal darauf gefasst, mich werdet ihr so schnell noch nicht los. Das wäre, glaube ich, der 230. oder 231. Part. Wenn ich jetzt intelligent wäre, würde ich sogar nachgucken, aber ich gehe jetzt kein Risiko ein. Und ja, was kann ich noch zu diesem Spiel sagen? Mir hat es eigentlich verdammt gut gefallen, auch wenn ich mir sehr viel Zeit gelassen habe mit dem Spiel, was aber nicht bedeutet, dass ich keinen Spaß hatte mit diesem Spiel. Milas Playthrough werde ich nicht hochladen, obwohl ich das auch erst vorhatte, aber jetzt, wo der zweite Teil nur noch 4 oder 5 Monate entfernt ist, werde ich diesen Playthrough entweder verschieben oder gar nicht mehr machen. Ich werde ihn auf jeden Fall aufs Screen spielen. Und ja, was soll ich noch sagen? Charaktere, Lieblingscharakter ist auf jeden Fall Elise und Agria, weil die einfach so vollkommen durchgeknallt ist. Elvin ist immer noch der most distrusted Character für mich. Dem vertraue ich immer noch nicht, nein. Auch nicht im zweiten Teil, falls er da vorkommt. Obwohl, ich glaube schon, alle Charaktere kommen da, glaube ich, nochmal vor. Und ja, Professor Dr. Jude, Mila, Rowan und Leia. In diesem Part haben wir ja das letzte Mal gesehen und mich seht ihr auch zum letzten Mal in diesem Part. Dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns dann noch im nächsten Projekt, oder? Ja, klingt eine gute Idee, oder? Ja. Geht sofort in die nächste Playlist und guckt die euch an, ja. Wie auch immer. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen an alle, die bis jetzt, weiß ich nicht, jeden Part geguckt haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Bis dahin und tschüss. Ihr seid jetzt erlöst, ihr könnt gehen. Tschüss.